Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Untyped Jailbreak auf einem iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPod Touch 5G, iPad Mini und dem normalen iPad installieren könnt auf iOS 7 bis 7.0.4. Als erstes starten wir den Internetbrowser und gehen auf evasion7.com und klicken da auf den Button auf das Betriebssystem, das wir haben. Dann laden wir uns die Software runter auf Mega, also klicken wir auf Download. Und wenn die fertig heruntergeladen ist, ziehen wir die auf dem Desktop zum Beispiel oder irgendwo hin. Und machen einen Rechtsklick drauf und entpacken diese. Wenn diese fertig entpackt ist, starten wir die Exe. Nun schließen wir unser iDevice an, geben, falls wir einen Code haben, den Code ein und klicken in der Software auf Start. Das wird jetzt ganz lang dauern, falls ihr irgendwas machen sollt, wird das in der Software stehen. Jetzt ist auch auf dem Home-Bildschirm die App dazu gekommen für den Jailbreak. Zwischendrin wird sich euer iDevice auch mehrmals neu starten. So, jetzt steht ja, dass wir die Evasion App öffnen sollen, das tun wir und dann sollte es auch weitergehen. Jetzt sollen wir die App nochmal starten und dann sollte es auch gleich fertig sein. So, am PC steht jetzt Done, das könnt ihr jetzt schließen und euer iDevice wird noch ein paar Sachen am Prozessor flashen, wie ihr gerade seht, den Kernel flashen. Wenn alles fertig ist, solltet ihr auf dem Homescreen Cydia haben. Das ist sozusagen der App Store vom Jailbreak, da könnt ihr alle Jailbreak-Features runterladen. Im nächsten Video, denke ich, werde ich auch was zum Jailbreak zeigen, irgendwelche Jailbreak-Tweaks vorstellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen und hoffentlich sehen wir uns auch im nächsten Video wieder und einen schönen vierten Advent. Ciao!